Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem weiteren War Thunder Replay Video von mir. Ja, heute 9 Kills mit dem Chieftain MK3. Wir hatten ja schon im letzten Video, ja, sein erstes Match damit, ja, hat er, ja, auch reingeschrieben, habe ich auch im Video erwähnt und, ja, ich bin echt mal gespannt, was er denn in dieser Schlacht alles so erreichen wird mit dem Chieftain, wenn ich ihn auch richtig ausspreche. Und ja, mal gucken, was uns denn so erwartet. Und ja, bis nach dem Intro. So, ja, ich will bitte erstmal noch zu beachten, dass ich bei Replays viel rede, und ich momentan ein bisschen Halsschmerzen habe. Und, ja, diese Woche werden dann zwei Replay-Videos einfach kommen, weil er drei eingesendet hat. Ich bin mal gespannt, wie das so bei euch ankommt. War Thunder generell kommt ja gut bei euch an. Das finden wir auch gut und, das merkt man ja auch. Ich meine, wenn man dran sieht, wie viel Replays der Zocker einreicht, dann finde ich das schon echt beachtlich so, ne? Man muss halt wirklich sagen, dass seine Leistungen gut sind. Also er spielt wirklich sehr gute Matches und dass wir das dann auch replayen, also kommentieren dürfen, nimmt uns Arbeit ab, weil wir nicht erst ein Replay erspielen müssen, also wir selber. Und B, ist das wirklich eine Spitzenleistung von ihm. Muss ich wirklich sagen. Ja, heute wieder mit dem Chieftain MK3. Wirklich ein spannendes Replay. Hat mir auch sehr gut gefallen. Der Start, der war wirklich sehr cool. Und ja, ich mache mal. Alles klar. Ich wollte eigentlich die Sachen hier wegmachen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen vorgespult. Entschuldigung, diese Sache sollte nicht sein. So, Maus tue ich da oben hin. Und ja. Was gibt's zum Replay zu sagen? Erstmal, wenn ihr Replays habt, egal wer dieses Video hier guckt, könnt es einsenden. Nur es wäre halt schön, wenn ihr halt auch ein paar Kills macht. Ne? Ein Replay, wo ihr nur durchgehend auf die Fresse bekommt, ist, glaube ich, nicht so cool. Ja, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir sind aber im Prinzip für alles offen. Ich werde vielleicht noch mal ein extra Video dazu machen. Wie man also was unsere Kriterien für so ein Replay sind, dass da auch die Leute, die da vielleicht nicht aktiv unsere Videos gucken, auch Bescheid wissen. Da wird dann extra Video nochmal kommen. Vielleicht lasse ich da auch ein Replay einfach vom Zocker hin im Hintergrund laufen. So, er macht das wirklich extrem gut. Ich habe übrigens den Spieler gewechselt, ich Idiot. Genau, er macht das übrigens extrem gut. Er hat noch keinen Kill. Ich habe vorhin den Spieler gewechselt, habe ich erst voll spät ge gemerkt. Ist ja auch egal, ne? Ist ja noch Anfang des Gefechtes. Und jetzt kommt es auch, denke ich mal, gleich zu Action. Und ja, ansonsten, Replay, ich versuche mich immer wieder zu verbessern, ja. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Nur momentan liege ich tatsächlich im Bett, ne? Es liegt wirklich komplett flach und von daher, ja, nehme ich das immer so, wie ich halt gerade kann, die Replays auf. Und ich muss sie jetzt auch zwangsweise halt aufnehmen, denn wenn jetzt wieder das nächste War Thunder Update kommt, dann können wir das ja wieder nicht replayen. Und das ist ja auch doof, weil vor allem er hat drei Replays eingesendet und das wäre für ihn persönlich halt auch sehr, sehr schade. Ansonsten könnt ihr ihn auch begutachten. Er macht manche Replays auch auf dem Kanal PVB okay. Der gehört ihm tatsächlich nicht. Aber dort ist er auch replaymäßig ab und zu aktiv. Der Kanal PVB okay ist auch ein War Thunder-Kanal. Ist wirklich ein sehr cooler Kanal. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Den seht ihr auch öfters unten in den Kommentaren. Und gut, jetzt ist genug Schleichwerbung gemacht worden. Er hat übrigens jetzt zwei Kills gemacht. Zwei richtig schöne Kills, wie ich finde. Seine Kette ist nur gelb. Alles, ja, im Prinzip noch im grünen Bereich. Und er geht jetzt ins Flugzeug. Wahrscheinlich schaut er, ob er irgendeine Luftabwehr,
kriegen kann. So mache ich das persönlich auch immer, beziehungsweise ich gucke immer auch, ob in meinem Umfeld irgendwelche Gegner sind, die ich persönlich bewältigen kann, beziehungsweise die ich nicht bewältigen kann, dass ich mich auch rechtzeitig zurückziehen kann und nicht einfach ins Ungewisse reinfahre. Er hat Raketen. Er hat das wirklich sehr gut gemacht. Ja, er, also bei mir ist auch immer ein Problem, ich komme mit Raketen noch nicht so klar. Deswegen habe ich mit denen auch momentan noch keine Kills gemacht. Ich hoffe aber, dass sich das bald mehr ändern wird. Nur momentan kann ich nicht so viel spielen, weil ich halt momentan nicht so viel da bin. Ich bin an den Wochenenden meistens weg. Deswegen ist das mit den Videos technisch auch momentan ein bisschen schwerer. Ja, ansonsten hat das wirklich sehr schön gemacht, den Kill. Fand ich wirklich sehr schön. 4 Kills insgesamt bis jetzt. Und ich muss wirklich sagen, über die Hälfte des Replays ist schon zu Ende. Und 4 Kills hat er schon. Finde ich wirklich extremst gut. Wir gucken mal sein Ranking an. Er ist 3. Platz. Mit 4 Kills. Und ja, der 1. Platz, er ist ein Leopard 1. Ein Kill, 3 Abschusshilfen. Der ist bis jetzt Erster, aber ich bin mal gespannt, ob er in diesem Replay auch noch den 1. Platz holen wird. Ich würde das cool finden, aber ich bin auch mal gespannt, ja, wie sich das so entwickelt. Ja, man muss dazu sagen, er spielt wirklich extremst gut, nur den 1. Platz kriegt man natürlich nicht immer. Das weißt du, das weiß ich, alle, die War Thunder spielen. Es gibt immer einen, der besser ist, und ja, deswegen bin ich auch jedes Replay von ihm gespannt, ob er denn den 1. Platz kriegt, weil er wirklich gut spielt. So, Dame hat er die Kette zerschossen, der kommt nicht mehr so leicht weg vom Punkt. Jedoch hat er sein Rohr auf ihn gerichtet. Ja, bei ihm liegende Bombe, Fakt ist, dass er tot ist. Gehe ich jetzt einmal von aus, wenn jetzt kein Wunder passiert. Genau, er ist tot. Er hat jetzt eine Abschusshilfe bekommen, nicht den Kill leider. Aber gut, den hat er erstmal übelst in den Turm geschossen. Dann kommt er auf jeden Fall schon mal kampfunfähig. Er versucht ihn jetzt natürlich zu machen. Und das hat er auch erfolgreich gemeistert. Finde ich wirklich extremst gut, wie er mit dem Panzer interagieren kann. Er hat auch wirklich gutes taktisches Wissen. Und das sieht man auch in den anderen Replays von ihm. Man muss ja sagen, also, der bevölkert schon einen Großteil unserer Replays auf dem Kanal. Von daher sieht man auch in den verschiedenen Replay-Videos, in der Videobeschreibung nämlich mal verlinkt, wie gut und taktisch er vorgeht. Und ich finde das wirklich extremst gut. Man merkt wirklich, dass er gut Erfahrung in War Thunder hat. Und ja, ich freue mich immer, wenn neue Replays eingereicht werden. Dann haben wir Stuff für euch und können natürlich seine Replays bewerten. Ich denke auch, dass also er guckt ja jedes Video, dass er das auch wirklich sehr gerne für uns macht. Ansonsten würde er es halt nicht so lange machen. So, den hat er auch noch ordentlich schön weggeholt. 7 Kills, 2 Abschusshilfen sind am Start. Und bis jetzt wirklich exzellent gespielt. Jedoch ist er jetzt unter Beschuss. Beide Ketten sind gelb, 2 Leute von ihm gelb und das Munitionslager hat es auch leicht erwischt. So, sein Turm ist an der Seite rot. Jedoch nicht komplett kaputt. Doch er ist ganz schön unter Beschuss. Er muss irgendwie in Deckung geraten. Er ist jetzt von dem Gegner das Munitionslager, wenn ich das richtig gesehen habe, getroffen. Und ja, der Gegner muss nachladen. Und das war sein Todesurteil. 8 Kills, 2 Abschusshilfen bis jetzt. Das sieht wirklich exzellent aus. So, 1. Platz. 1. Platz, auch mit gutem Vorsprung. Finde ich wirklich sehr schön. So, 9 Kills. Leider habe ich gerade genau in dem Zeitpunkt ins Ranking geguckt. Das werde ich mein nächstes Mal aufs Ende verschieben. So, er guckt noch am Spawn, ob er irgendein Panzer sieht. Doch, da, wie es der Zufall hat, fährt er ein T-54. Und er versucht es zumindest, ihn noch ein bisschen Damage reinzujagen. Doch, wir sind kurz vorm Gefechtende. Der ist so kaputt gegangen, leider. Er hat leider nichts dafür bekommen. Und ja, er muss das jetzt leider so hinnehmen.
So, 2662 Punkte, 9 Panzerkills, 2 Abschusshilfen ist wirklich eine sehr gute Leistung. Finde ich wirklich exzellent. Kann man wirklich machen. Und ja, wenn euch solche Replays weiterhin gefallen, dann würde ich mich doch freuen, wenn ihr immer unseren Videos Kritik da lasst, dass wir die Videos verbessern können. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Replay einen Daumenlein nach oben gebt. Ihr seht, hier ist noch jede Menge Stuff, den ich zum, ja, den ich noch habe. Und ich bedanke mich fürs aufmerksame Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Replay-Video von mir, wenn es dann heißt, 9 Kills, ihr zwei. Ja, bis dahin und ciao.